In diesem Video zeige ich euch, wie man Karottensellerie-Salz selber macht. Ich habe es liebevoll Carelli genannt. Und dieser Name setzt sich aus Karotten, Sellerie und by the way auch aus dem Namen des Erfinders zusammen. Der Erfinder bin ich und ich bin Kalle. Und ihr seid bei Guckst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutatenliste ist kurz und besteht aus 450 Gramm Karotten, ich hatte sie geputzt und geschält und dann erst gewogen. 450 Gramm Stangensellerie, ebenfalls schon geputzt. Und 1,5 Esslöffel Meersalz, fein. Nach dem Putzen und Waschen wird das Gemüse in grobe Stücke geschnitten. Das gebt ihr dann in einen Gemüsezerkleinerer und zerkleinert es fein. Dann kommt ein Backpapier auf das Backblech und darauf wird das Gemüse flach verteilt. Das Gemüse wird dann leicht gesalzen, das entzieht dem Gemüse bereits Wasser und trocknet schneller. Ich habe zusammen drei Bleche vollgekriegt, die ich auch zusammen im Ofen bei 75 Grad für, Achtung, 12 Stunden lang getrocknet habe. Ich empfehle euch ebenfalls niedrige Temperatur und lange Trocknungszeit, nicht dass das Gemüse am Schluss dann auch noch verbrannt ist. Beim Trocknen im Backofen muss immer ein Kochlöffel oder ein anderer Gegenstand zwischen Tür und Ofen stecken, damit die Flüssigkeit abdampfen kann. Am Ende der Trocknungszeit solltet ihr prüfen, ob das Gemüse auch wirklich richtig trocken ist. Wenn ihr auch nur im geringsten das Gefühl habt, da ist noch etwas Feuchtigkeit drin, dann scheut euch nicht und verlängert die Trocknungszeit. Denn jede Restfeuchtigkeit kann dazu führen, dass euer Karotten-Sellerie-Salz ganz schnell schimmelt. Wenn alles richtig trocken ist, dann braucht ihr es nur noch zusammenführen, dann rein in den Mixer und alles ganz fein mahlen. Kurze Kontrolle, ob wirklich alles fein gemahlen ist. Wenn nicht, dann wird noch ein bisschen weiter gemahlen. Jetzt noch die 1,5 Löffel Meersalz hinzu und dann abfüllen, beschriften und dann ist das Ganze fertig. Ich mache im Übrigen noch viele Gewürze selber, Gewürzmischungen und Salze. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch doch hier oben mal meine Playlist dazu an. Das war's von mir. Bis hier. Tschüss, euer Kalle.